Sound? Dann bist du hier richtig. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Final Testament Review. Heute habe ich den mit 126 Dezibel lautesten portablen Bluetooth-Lautsprecher im Test. Moment. Die Soundbooks 3. Das Ding wiegt 15 Kilo, also ist nicht das Leichtgewicht. Was das Ding drauf hat und ob sich ein Kauf lohnt, das zeige ich dir jetzt. Also viel Spaß und los geht's. Die Soundbooks habe ich kostenlos für diesen Test zur Verfügung gestellt bekommen. Ich vertrete hier aber meine eigene Meinung, packe aber wie immer oben rechts die Werbesendung mit in die Ecke. Damit das abgehakt und jetzt geht's weiter mit dem Lieferumfang. Soundbooks, Akku, Ladegerät, Imbusschlüssel und natürlich ein bisschen Papierkram. Das war's schon mit dem Lieferumfang und mehr muss es auch nicht sein. Die Soundbooks ist ca. 66 cm hoch, 43 cm breit, 32 cm tief und wiegt dabei 15,4 kg. Das ist recht kompakt, wenn man die Leistung im Hinterkopf hat. Das Gehäuse besteht aus Pappel. Nicht Pappe, sondern Pappel. Das ist ein relativ leichtes Holz, welches hier durch einen schwarzen Aluminiumrahmen und vier Silikonecken gestützt wird. An den Seiten gibt es noch zwei Stahlgriffe, vorne den abnehmbaren Frontgrill aus Stahl und auf der Unterseite befindet sich ein Anschluss für ein Lautsprecherstativ. Die Soundbooks gibt es nur mit schwarzem Gehäuse, die einzige Farbvariante bietet der Frontgrill. Schwarz, Orange und Weiß sind die Standardfarben, doch arbeitet Soundbooks regelmäßig mit verschiedenen Künstlern zusammen und bringt Limited Special Editions raus. Eine davon habe ich hier, das ist die Artist Edition von der Hamburger Künstlerin NRT Iron. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Finde ich schon mal richtig cool, denn das macht die Soundbooks besonders. Und wenn man es ganz individuell mag, kann man sich den Frontgrill abschrauben und selbst gestalten. Eine Anleitung gibt es auch auf dem Soundbooks-Blog. Coole Idee, abkleben und los! Ich habe jetzt in meinem eigenen Unkrautgarten lackiert. Der Garten wird eh neu gemacht, deswegen ist das kein Problem. Falls du jetzt deinen Frontgrill auch lackieren möchtest, mach das wenn möglich nicht in der Natur und falls doch, triff Vorkehrungen, also achte auf deine Umwelt. Das Control Panel ist minimalistisch gehalten, ein Power Button, Volumenrad und Team Up Button. Mit der Team Up Funktion kann man bis zu 5 Soundbooks per Bluetooth miteinander verbinden. Einfach einen Lautsprecher als Host wählen, alle anderen auf Join stellen, das Pairing läuft automatisch. Auf der Rückseite gibt es neben der individuellen Team-ID das Pro-Panel. Das Pro-Panel besteht aus zwei kombinierbaren XLR-Eingängen für Mikrofone oder Instrumente und je einen 3,5 mm Klinke Stereo-Ein- bzw. Ausgang. Über den AUX-Anschluss kann man auch andere Lautsprecher per Kabel, zum Beispiel eine ältere Soundbox, mit der neuen Soundbox 3 verbinden. Um das Pro-Panel richtig nutzen zu können, benötigt man die Soundbooks-App. In der App kann man dann die Lautstärke der XLR-Eingänge einstellen, die Soundbooks komplett fernsteuern und sogar mit einem PIN-Code sichern. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Wenn die Soundbooks mal geklaut werden sollte, kann der Dieb also damit nichts mehr anfangen. Neben der Möglichkeit, die Firmware zu updaten, ist die Soundkontrolle wohl die wichtigste Funktion. Aktuell gibt es drei voreingestellte Equalizer, die im Grunde nur die Bassstärke einstellen. Das ist etwas mau, aber Soundbooks hat auch schon ein Update für einen richtigen Equalizer angekündigt. Ich habe meistens den normalen Power-Modus benutzt, denn da gefällt mir die Abstimmung einfach am besten. Der Sound wird insgesamt von drei Treibern, also zwei 10 Zoll Tieftönern und einen 1 Zoll Hochtönern geliefert und mit 3x72 Watt RMS Class D Verstärkern befeuert. Der Frequenzbereich liegt bei 40 bis 20.000 Hertz. Sind wir hier schon beim Sound und Bass, wird es wohl Zeit für einen Soundtest. Beachte aber, dass sich der Sound über mein Mikro durch deine Lautsprecher immer etwas anders anhören wird. Am besten hört man Sound immer mit seinen eigenen Ohren. Aber gut, ab dafür. Jetzt noch die Frage, wie laut wird die Soundbooks wirklich? Also Abstand 1 Meter und volle Lautstärke. Wenn man die beiden Soundbooks richtig aufdreht, kann man einfach nicht daneben stehen. Ich habe hier jetzt nur dieses einfache Messgerät, das ist kein genormtes Messgerät, das soll nur als Richtwert dienen. Man muss auch sagen, dass der Sound relativ basslastig ist
und es sich hier um einen reinen Party-Lautsprecher handelt. Man kann zwar auch leise Musik hören, aber in Mietswohnungen wird man relativ schnell Ärger mit den Nachbarn bekommen. Ich habe ja auch schon den Teufel Rockstar Air getestet und wollte hier eigentlich einen Vergleich zeigen. Die beiden Lautsprecher wiegen in etwa gleich viel, aber spielen in einer komplett anderen Soundliga. Die Soundbox 3 kostet auch etwa 200 Euro mehr als der Teufel Rockstar Air und das hört man auch ganz deutlich. Das hört sich jetzt auch schon nach einem Fazit an, aber nein, ich möchte noch ein paar Besonderheiten der Soundbox zeigen. Als erstes möchte ich dir nochmal die durchaus schlaue Bauform genauer zeigen. Die Silikonecken stützen nicht nur den Lautsprecher vor Schäden, sondern auch den Boden. Wenn der Lautsprecher umgeworfen wird, macht ihm das nichts aus. Auch ist umgekipptes Bier oder Wasser absolut kein Problem, denn die Soundbox ist nach IP65 Spritzwasser geschützt, also für jede Party gewappnet. Der Akku hält auf maximaler Lautstärke laut Soundbox 5 Stunden und auf normaler Lautstärke bis zu 40 Stunden durch. Eine Ladung dauert dann 3 bis 4 Stunden. Richtig cool ist aber, dass man den Akku ohne viel Aufwand wechseln kann und der Akku mit alten Soundbox-Lautsprechern kompatibel ist. Man kann den Akku auch laden, während man die Soundbox benutzt, allerdings fiept dann das Ladegerät hörbar. Die Soundbox hat zu Beginn des Smartphone-Pairings auch ein lautes Grundrauschen, welches bei mir aber nach etwa 10 Sekunden verschwindet. Mit den Tragegriffen kann man den Lautsprecher gut ins Auto transportieren, aber lange Wanderungen wird man damit nicht machen. Dafür gibt es dann aber ein Backpack, mit dem man sich die Soundbox hinten auf den Rücken schneiden soll. Das habe ich nicht getestet, soll aber gut funktionieren, doch 15 Kilo bleiben halt 15 Kilo. Naja, jetzt wird's aber Zeit fürs Fazit. Für mich ist eins schon klar, die Soundbox 3 ist mein aktuell liebster Party-Lautsprecher. Positiv sind die einfache Bedienung, die sehr gute Verarbeitung, die Silikonecken, die den Lautsprecher und den Boden schützen, der Spritzwasserschutz, die Möglichkeit, weitere Lautsprecher per Bluetooth oder AUX-Kabel zu koppeln, die Fernsteuerung per App, die lange Akkulaufzeit, die einfache Möglichkeit, den Akku zu wechseln und dass dieser auch mit alten Soundbox kompatibel ist, der gute Party-Sound und auch wenn es nur eine Nebensache ist, die Möglichkeit, den Frontgrill individuell ohne viel Aufwand selbst zu gestalten. Negative Punkte sind der aktuell noch fehlende Equalizer, da der Sound sehr basslastig ist, dass man die XLR-Eingänge nur per App steuern kann, dass die Kopplung zweier Lautsprecher per Bluetooth ab und zu recht lange dauert und man kein Feedback dazu per Control Panel oder App bekommt und dass das Netzteil beim Laden hörbar fiept. Bleibt zum Schluss die Frage, würde ich mir die Soundbox 3 auch selbst kaufen? Und da kann ich sagen, wenn ich mir jetzt einen Party-Lautsprecher kaufen wollen würde und diese 900 Euro hätte, dann auf jeden Fall, denn hier passt das Gesamtpaket einfach sehr gut. Also ja, klare Kaufempfehlung von mir. Das ist aber nur meine Meinung, willst du aber noch eine zweite Meinung hören und das kann nie schaden, dann schau mal bei meinem YouTube-Kollegen Jonas vom Kanal Jonas Tech TV vorbei. Der hat die Soundbox auch getestet und ein mega nice cinematisches Review gedreht. Also schau vorbei, lass Grüße von mir da und drück den Abo-Button. Bevor du jetzt hier abhaust, schau noch kurz unten in die Videobeschreibung, da stehen wie immer alle wichtigen Infos und Links. Falls du doch noch Fragen hast, schreib sie einfach unten in die Kommentare und hau auf den Abo-Button, damit du diesen Kanal unterstützt. Damit vielen Dank und bis zum nächsten Mal, dein Final Testament. Reviews aus Leidenschaft. Ciao.